Aufgabe P2.4. Überprüfen Sie rechnerisch, ob das Dreieck ABC0 mit C1,5, 2,25 gleichseitig ist. Ich habe jetzt mal die kleine Skizze dazu gemacht, um sich das besser vorstellen zu können. Man will also wissen, ist jede Seite dieses Dreiecks gleich lang? Dazu gibt es mehrere Möglichkeiten, das zu überprüfen. Eine wäre auszurechnen, wie lang jede einzelne Seite ist. Eine Seite können wir sehr schnell berechnen, nämlich die Strecke AB ist ja nichts anderes als die x-Koordinate von B minus die x-Koordinate von A. Und das ist in dem Fall 3 minus 0. Und das wären also 3 Längeneinheiten. Schreibe ich es noch überall mit dazu. So. Ja, berechnen wir eine weitere Seite, nämlich zum Beispiel AC0. Aus dem Grund, weil A hat die Koordinaten 0, 0. Da muss ich dann wahrscheinlich nicht viel rechnen. Die Länge dieser Strecke kann ich zum Beispiel mit Hilfe der Vektoren berechnen. Ich stelle den Vektor auf und berechne dann die Länge des Vektors. Also erst der Vektor AC0 ist gleich, in dem Fall C0 hat die Koordinaten 1,5, 2,25 minus die Koordinaten von 0. Von a, also minus 0, minus 0. Und das ist gleich 1,5, 2,25. So, die Länge von dieser Strecke AC0 kriege ich jetzt, indem ich den Satz des Pythagoras ansetze und dafür die Vektorkoordinaten hernehme. Daraus ergibt sich x-Koordinate des Vektors zum Quadrat plus y-Koordinate des Vektors zum Quadrat ist die gesuchte Strecke, also 1,5 Quadrat plus 2,25 Quadrat. Daraus die Wurzel, Längeneinheiten und das rechnen wir einfach mal aus. Das ergibt dann eine Länge von 2,70 Längeneinheiten. Und was jetzt schon zu erkennen ist, die Strecke AB ist damit größer als die Strecke AC0 und daraus folgt, dieses Dreieck ist nicht gleichseitig.